So Leute, Samstag der 14. Nach einem ausgiebigen Kaffeefrühstück geht's weiter. Der Philipp sattelt schon den Hänger. Oder die Hühner. Nee, den Hänger. Der hat immer einen Hänger, hat er gesagt. Und ja, dann fahren wir jetzt erst einmal im Baumarkt und holen uns einen sogenannten Mörtelbatch, damit wir die Wand verputzen kann. Ja, wir sehen uns, wenn wir wieder da sind. Das muss schon sein, mal wieder. Ja, wir waren beim Shoppen. Mörtelbatch holen. Und zeige ich euch schnell noch die Hängerladung. 540 Kilo insgesamt. Und ja, jetzt kriegt der Björn dann eine Einweisung zum Mörtelbatchen. Dann kann der später dann weiter anrühren, wenn ich dann fürs andere Video wieder weitermache. Mhm. Das wird noch ein leckeres Video mit verdammt vielen feinen Sachen. Was steht ihr hier so rum? So hilflos und verlassen? Ich überlege gerade, wie ich mein Auto tanken kann. Ach so, brauchst du einen Schlauch? Ja, aber der ist leer. Ach, das ist blöd. Ey, ja, so einen langen finde ich hier schon noch. Na also. Gut. Also, für mein Paket, was gekommen ist, für den Eingangsbereich, habe ich heute gleich nochmal ein paar Beton- oder Estrichbeton mitgenommen und den Rest Maurer- und Putzmörtel. Ja, jetzt werden wir hier erst einmal da hinten rum noch ein bisschen zusammenräumen und dann kann der gute Philipp loslegen. So Leute, der Piano ist fleißig am Mörtel rühren. Filizko hat Angst gehabt, dass er die Grillkotter bis morgen Abend putzen muss und nichts vom Grillen abkriegt. Deswegen hat er sie, oder haben wir sie sauber abgeklebt. Der Sascha-Hoff ist bloß am Zugucken, hat er sich verdient. Der war ja in der letzten großen Runde fleißig dabei. Ja. Das kommt so nie in der Einladung. Und der Björnhoff beschwert sich schon wieder. Weißt du, was im Kleingedruckten stand? Ja, sollte ein schönes, gemütliches Wochenende werden. Hätte werden können. Hätte werden können. Ja. Gut, dann gucken wir mal, wie es jetzt vorwärts geht. Was ist denn da jetzt? Schnauze! Kübel ist fertig! Also nur so viel, dass ich bloß hier rumkommentieren täte oder so ähnlich. Björn, was jammerst du hier rum? Ja, guck mal die Ecke an, das sieht doch scheiße aus, der Übergang. Ja, der ist ja schräg, da sind ja 20% Gefälle drin quasi. Oh, wir hatten den Putz angerührt. Ja. Oh. Ja, Micha, warst du über den Boden, bist du über den Boden gegangen? Guck mal hier, guck mal hier. Bist du über den Boden gegangen, Micha? Ich gehe Kaffee trinken. Ich komm mit. So Leute, jetzt wirklich nicht den falschen Eindruck bekommen, aber zu dritt würden wir uns da hinten jetzt wirklich gegenseitig auf die Füße treten. Und ja, Björn hat sich natürlich freiwillig angeboten, sonst wäre ich mit der Fliegenklatsche gekommen. Und ja, läuft wunderbar. Wir schauen nachher dann wieder hinter, wie es aussieht. So, schauen wir mal, wie weit sie schon gekommen sind. Also das geht ja mal ruckzuck weiter. Ist ja auch kein Wunder, ich tue ja auch nichts. Jetzt müssen wir hier oben die Dachziegel drauf gemauert. Ne? Björni Boy! Was? Soll ich dir wieder frische Säcke in die Schubkarre rein tun? Das wäre super! Gut. Die Kamera weg und hohen Nachschub. Ja, einmal sauber vorgeputzt hat der Philipp schon. Einmal Bier und. Philipp? Bitte? Philipp? Bitte? Warum sieht denn das so furchtbar hier aus? Wo?
Die ganze Wand. Warum? So komisch, krumm und bucklig. Ja, rustikal, mein Freund. Rustikal? So wie du es bestellt hast. Ich habe das so bestellt. Du hast das so bestellt. Ja, dann wird es wohl richtig sein so. Aber kurz noch mal zu sagen, gerade kann ich das nicht machen, weil ich hier teilweise echt hier einen blanken Stein schon drunter habe und hier fehlen mir dann so 5-6 cm. Das ist doch drauf gekackert. Weil rustikal. Richtig. Halt die Klappe da hinten. Und so. Putz. Genau. Also, damit wir das einfach nochmal angesprochen haben. Jawohl. Rustikal einfach. Ganz einfach. Und nein, mir hätte das nicht gefallen, wenn wir die Ziegel gelassen hätten. Ich hätte es furchtbar gefunden. Außer wir sind in Bayern und nicht in Norddeutschland. Und es ist Punkt. Ein altes Haus, da muss man, da darf der Putz nicht gerade sein. Wie sieht denn das aus? Was willst du da hinten jetzt von mir? Wie sieht das aus, wenn der Putz gerade ist? Gerade? Bei so einem Gemäuer, das sieht überhaupt nicht aus. Ja, ich sag doch, das muss so sein. Leute, die haben echt Geschmacksverkalkung. Geschmacksverkalkung. Also der Ausdruck ist auch gut. Okay. Jetzt könnt ihr wieder helfen. Wir haben es gesehen, hier geht was vorwärts. Wunderbar, wunderbar. Gut. Hoffentlich reicht der Mörtelbatch, was wir da geholt haben. Nicht, dass sich der Philipp da verrechnet hat. Hey Björn, was geht mit dir ab? Ich hab gedacht, du schaffst hier was. Tu ich doch. Ich stehe mit dem Spaten hinter ihm, damit er arbeitet. Ach so. Da, der reibt jetzt einfach das Zeug runter, der tut bescheißen. Ja. Bisschen beimodellieren. Also ich habe schon gesehen, ihr macht es ganz gut. Irgendwas muss ich auch einigermaßen. Dann werde ich jetzt mich mal umziehen, endlich und mal neigen und ja, Essen vorbereiten. Jo. Wird ja auch Zeit. Ja. Also noch habt ihr das nicht verdient heute. Hallo. Hallo. Auf Björn, Keller, wir kratzen die ganze Zeit. Genau, warte. Ich habe vorhin noch einen krassen Zettel, gell? Ja. Kannst du mal, du könntest den umtauschen oder was? Nö. Aber von dir abkassieren. Von mir bestimmt nicht. Hat doch nicht. Ich bin insolvent, von mir ist nichts so. Das sind blöde Hund. Aber Gaudi pur und ja, ich werde dann jetzt tatsächlich reingehen und lecker Essen vorbereiten. Jetzt ist es soweit. Jo, hilft ja nichts. So Leute, ich war jetzt drin, habe lecker Essen vorbereitet und hocken sie alle auf der Terrasse und futtern Kuchen und trinken Eiskaffee. Und ich war beim Schaffen drin. Naja, egal. Philipp sagt, die Wand ist soweit fertig, muss nur noch abgebürstet werden, dass es so rustikal aussieht wie oben. Den werde ich aber gleich noch daran erinnern, dass da oben ein Loch noch drin ist in der Wand, wo er noch zumachen muss. Nämlich das da oben. Weil da haben ja die Dachdecker nicht den Winkel hingemacht und die Dachrinne außen, sondern geradeaus durch, was mir auch wesentlich besser gefällt. Ja, und es ist ja, relativ grob verschmiert. Richtig schön wird dann mit dem Abbürsten eben. Aber Leute, ich habe es auch schon gesehen, er kann das auch anders. Also richtig schön glatt abziehen. Das ist für Philipp auch kein Problem, wenn die Wand soweit vorbereitet ist. Aber das ist bloß eine krumm und bucklige Außenwand. Das muss einfach rustikal sein. Ja, und die Ecke hier hat er auch schön zugemacht. Ja. Dann schauen wir es uns nachher dann an, wenn er alles abgebürstet hat. Und wir gucken uns jetzt den Kuchen an. Mhm. So Leute, und den lasse ich mir jetzt schmecken, nachdem die anderen schon rundum vollgefressen sind. Das stimmt. Ey Philipp, was machst du da jetzt? Ja, ich bürste. Wie du bürstest. Ja. Immer deine Anspielungen hier.
Immer schön abgebürstet. Schaut doch mal ganz gut aus. Seine andere Bürste ist irgendwie tot. Ja. Jetzt nimmt er meinen Besen. Aber sieht doch auch nicht schlecht aus. Ja. Wenigstens haben wir einen schönen Absatz zu oben. Gut, lass mal fertig bürsten. Und dann gucken wir es uns nachher an, wenn es fertig ist. So, wie schaut's aus? Fertig. Fertig. Dann gucken wir doch mal. Also die Wand sieht ja sehr rustikal aus. Schön, oder? Warum hast du die andere nicht so hinbracht? Weil da Gewebe drin ist und da habe ich 2 cm verputzen können. Und das war einfach steinhart. Wir haben zu lange Kaffeepause gemacht. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, aber das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen. Andere Seite. Aber die Ecke hier vorne habe ich neu gemacht. Die Ecke hast du neu gemacht? Eine runde Ecke hast du jetzt. Eine runde Ecke. Eine runde Ecke. Jo, wunderbar. Dann wäre das Thema Verputzen auf 2 fast abgeschlossen. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Gut. Wann? Heute wahrscheinlich noch. Oder morgen. Von mir ist das wurscht, wir können auch noch morgen. Ja. Und beim nächsten Mal grundieren und streichen. Okay. Weil da habe ich noch was im Auto. Ah ja. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was da rauskommt. Was hast du da mitgebracht? Einmal eigentlich? Tiefgrund zur Grundierung. Und dann eine Silikonharz Hybrid Acrylatfarbe. Fassadenfarbe. Dass du einen ordentlichen Schutz hast. Tiefgrund sagt mir ja was, aber ja. Die Firma sagt mir jetzt. Ja, das ist die Firma Schmitten-Orschler, da bin ich Fachberater. Ah ja. Und ja, wir sind Farbengroßhandel im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist eine unserer Fassadenfarben. Eine Silikon-Harz-Fassadenfarbe, genau, Fassadenfarbe. Auf Acrylatbasis. Habe ich auch noch nie gehört. Erkläre ich dir dann später. Okay. Philipp, du bist ja tatsächlich noch mal auf. Natürlich, sagte der Bub. Jetzt tut er das Loch da oben noch zu basteln, ist doch wunderbar. Ja, und da drin funzelt schon. Hey, Philipp. Hast du gut gemacht da oben. Sieht gut aus. Dankeschön. Hoffentlich hält auch. Ja, ich hab's von innen noch mal gegengeputzt. Okay. Da sollte nichts passieren. Jo, also Eckchen ist auch zu. Dann können wir jetzt erst einmal die Verputzarbeiten für beendet erklären. Ich war das nicht. Bist du dir da ganz sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich war das nicht. War das der da im Weiß? Ja. Ja, dann. Der hat nämlich gerade ein Paket in seinem Auto gefunden. Im LKW. Ja, in dem kleinen, ne? Okay, Leute. Dann haben wir, dank Philipp und der Spaten CH76, einen riesen Bauabschnitt wieder fertig gebracht. Ich danke euch zwei. Sehr gerne. Bitte, bitte. Ihr könnt es dann fahren. Wir kommen leider nicht raus. Nein, die kriegen jetzt noch lecker Essen heute. Und dann werden wir vom Hof geschmissen. Nein, ich habe für dich morgen schon noch was zu tun. Ich bin um 10 Uhr weg. Ich auch. Wie? Ja, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein. Das kann nicht sein. Ich habe noch 8 Stunden Fahrzeit vor mir morgen. Das kann nicht sein. Doch. Nicht 2,5, das reicht. Okay, Freunde, wir sehen uns dann in der Reihe im nächsten Grillkotter-Video. Tschüss. Und die beiden wissen schon, was in dem Paket ist, was ich angekündigt habe. Da geht's dann weiter.